Hallo ihr Lieben, ich bin Ramona und heute lernen wir das Lied I'm Yours von Jason Mraz. Das Lied ist ganz, ganz einfach zu spielen, wenn ihr die vier Akkorde auf der Ukulele beherrscht. Das C, das A-Moll, das F und das G. Wie diese Akkorde gegriffen werden, das schauen wir uns einmal an. Für den Akkord C nehmen wir den Ringfinger, setzen ihn in den dritten Mund der Ukulele auf die erste Saite. Für das A-Moll nehmen wir den Mittelfinger, setzen ihn im zweiten Mund der Ukulele auf die vierte Saite. Für das F nehmen wir den Zeigefinger dazu. Der Zeigefinger wandert in den ersten Bund der Ukulele auf die zweite Saite. Und für das G brauchen wir Zeige und Mittelfinger. Der Mittelfinger landet im zweiten Bund der Ukulele auf der ersten Saite. Der Zeigefinger landet im zweiten Bund der Ukulele auf der dritten Saite. Und der Ringfinger kommt dazu im dritten Bund der Ukulele auf die zweite Saite. Solltet ihr mit diesen Akkorden Probleme haben, werde ich euch hier oben nochmal meine Videos einblenden. Erste Schritte mit der Ukulele, da erkläre ich euch die Akkorde C, A-Moll und F. Und es gibt auch ein Video, wo ich noch einmal gesondert den G-Akkord beschreibe. An ein oder zwei Stellen im Lied brauchen wir noch einen fünften Akkord, nämlich ein D. D-Dur. Für das D müssen wir im zweiten Bund der Ukulele die Saiten 2, 3 und 4 spielen. Ein D-Akkord. Das könnt ihr entweder machen mit Zeige, Mittel und Ringfinger, so wie ich es hier spiele. Oder aber ihr spielt es als Barré, das heißt ihr nehmt einen Finger, der die oberen drei Saiten runterdrückt. Problem bei dieser Spielvariante ist, dass ihr bitte darauf achten müsst, die erste Saite ganz unten der Ukulele darf nicht berührt werden, damit sie ganz normal klingt. Deswegen benutze ich diese Variante, den D-Akkord zu spielen. Das ist einfach die Nummer sicher. Wenn ihr mit dem D-Akkord nicht zurechtkommt, könnt ihr ihn gerne im Play-Along auch einfach weglassen. Die Reihenfolge der Akkorde ist ganz gleichmäßig. Es ist immer die gleiche Reihenfolge und jeder Akkord wird über zwei Takte gespielt. Es geht los mit einem C, zwei Takte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 zum G. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 A-Moll. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 zum F. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das Schlagmuster könnt ihr so einfach wie möglich gestalten, entweder nur mit Abschlägen oder mit tief, hoch, tief, hoch. Ich nehme mein Lieblingsschlagmuster tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Und das auf jedem Akkord zweimal. Klingt dann so. Wir haben tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, G, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, zum A-Moll, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, zum F, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Schauen wir uns nun das Lied an mit den Texten und den Schlagmustern. No more, no more, no more.
Welche Lieder würdest du gerne auf der Ukulele spielen können? Schreib es mir unten in die Kommentare, dann mache ich für dieses Lied ein Tutorial. Und vergiss nicht, abonniere meinen Kanal, dann erfährst du als Erster, wenn dein Lieblingslied als Tutorial online geht. Sollte euch mein Video gefallen haben, vergesst nicht, gebt mir den Daumen nach oben und schaut euch auch meine anderen Videos an, die ich so in meinen Playlists habe.